nicht so schön. Sie hat sich in den Teilen geschreit. Ja, Dorothea! Ja, Dorothea! Hallo! Na, da kommt den Jude her. Ach, ein Kirschwunder wird doch. Ja, der Mittag. Ja, der Mittag. Die haben alle unsere Mann, die machen mit das Leben. Und dann wollen wir mal mit Mann oder Frau. Wie irgendwann. Ja, schau. Ja. Tschüss. So, war ja letzte Woche für euch. Ja. Das stört mich, dass die Hände das irgendwie nein. Ja, ja, und wir haben gesagt, oh, bitte. Aha, ja. Nein. Ach. Ah, oh. Was haben wir gesagt? Ja, meine auch. Ich muss anfangen, warum hast du das auch Fehler gemacht? Ich weiß nicht. Ja, im A für 90, im D für 90, im C für 90. Im Prinzip wäre ja das richtig, der 90. Gut, und hier unten. Guck mal. Ich würde unten Bock haben.
Nein, das kann aber nicht sein. Das darf ich nicht. Wieso hat der Hund so viel Mühe? Ja, der fährt schon mit 85. Da ist er jetzt fast früh. Das kann also nicht sein. Das kann nicht sein. Ach, da musst du gleich berühren. Ja. Er hat etwas missverstanden. Er hat elegant und nachher nicht hat die erste gehabt. Er ist nicht rausgekommen. Oh nein, das tut mir leid. Ich habe nicht gekriegt. Er war halt nur am Rumplutzen, am Rummachen. Hürde, Hinsprung, Macht, Rücksprung, Ausdruck, Voran, Stefan, das Gleiche. Da ist jetzt, wenn ich jetzt das erste in der Mädchen wie ein Ochs. Wie ein Schwein. Der Uwe hast du ja schon seine Leute erzählt, dass der Preis wie ein Ochs sein. Seid Hilfe. Seid ihr auch verfolgt da ein bisschen? Ja, heute eine wunderschöne Vorführung, wenn nicht die eine Patze passiert wäre. Ja, aber so ist halt. In der Freifolge wünschen wir ganz leichte, ja, etwas konzentrierter, vor allen Dingen beim Laufschritt ein paar Schritte vielleicht noch mehr. Er war etwas sehr kurz. Und ist auch im Gesamten etwas ganz leicht, wo der Hund vorprellt. Die Übung geht ins Gut. Sitz aus der Bewegung war ohne Beanstandung. Ablegen in Verbindung mit Herankommen war vorzüglich ohne Beanstandung. Stehen aus dem Laufschritt machte zwei Dribbel, wo er noch nachläuft.
Da könnt ihr etwas korrekter stehen. Die Übung ist sehr gut. Bringen auf ebene Erde. Da wünsche ich mir etwas schneller das Holz aufnehmen und etwas schneller reinkommen. Die Übung geht ins Gut. Bringen über die Hürde. Ist diese große Patze. Mal einfach die Kontakt zum Richter, bevor man anfängt. Und dann macht er natürlich dummerweise keinen Hin- und keinen Rücksprung. Da ist irgendwie der Hund irritiert worden durch irgendwas, keine Ahnung. Braucht eine starke Hilfe, dass er reinkommt. Ich will jetzt gar nicht reden von Vorsitz oder von Grundstellung verändern. Die Übung geht ins Mangelhaft. Bringen über die Schrägwand war vorzüglich, voraussenden war vorzüglich. In der Ablage war auch eine kleine Unstimmigkeit beim Hingehen. Zur Anfangsgrundstellung, da soll der Hund einfach korrekter mitgehen zur Ablage. Ist aber noch im vorzüglichen Bereich. Verbleibt heute ein Gut mit 85.